Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Freut mich, mit Ihnen zu sein. Ich habe mir gedacht, bevor ich loslege, nachdem das Frühstück schon wieder eine Zeit zurück ist, stärke ich mich noch ein bisschen. Ich habe da ein paar Zutaten mitgebracht. Entschuldigen Sie, machen wir noch kurz ein Käsebrot. Ein Stückel. Ja, das reicht. So, das brauchen wir nicht. Ein bisschen Butter, glaube ich, ist auch ganz gut, wenn man drauf tut. Schmeckt es besser. Ja. Nicht zu viel, sonst ist es ungesund. Ich glaube, das braucht man nicht mehr. Und ein bisschen Käse geben wir noch dazu. Ja. Sehr gut. Jetzt haben wir es. Na, das ist auch viel zu viel. Das gehen wir weg. Das ist mein Käsebrot. Kann ich jetzt gut abbessern und stärken. Jetzt werden Sie sagen, das ist doch verrückt. So bereitet man doch kein Käsebrot zu. Ein Stückel Käsebrot und das meiste landet im Mist. Wahrscheinlich werden die wenigsten von Ihnen ein Käsebrot so zubereiten. Keine Frage. Aber was wir tun, ist, dass wir unsere Produkte in großem Maße so zubereiten. Nur ist es uns ganz, ganz selten so bewusst. Wir produzieren in unserem Wirtschaftssystem, verwenden wir ganz viel an Materialien, Rohstoffen, Energie natürlich, und was rauskommt, das ist in der Regel Produkte, aber noch ganz viel mehr an Abfällen. Und das ist die grundsätzliche Funktionsweise und auch die grundsätzliche Problematik, die wir in unserem Wirtschaftssystem haben. Für relativ wenig Produkte, in dem Fall das Käsebrot, brauchen wir ganz viele Rohstoffe, Materialien und Energie, und der ganz große Teil davon, der wandert als Abfall irgendwo in der Natur. Und die Abfalleimer in der Natur, die sind vielfältig, das sind nicht nur die Deponien, das ist natürlich die Luft. Ja, ganz viel geht als Emissionen in die Luft, ganz viel geht ins Wasser, dort lagern wir es ab, diffundiert als kleine Partikeln, aber das ist unsere sozusagen Müllablage. In dem Fall, keine Sorge, werden wir die Rohstoffe, die Abfälle recyceln und wiederverwenden und nicht ungenutzt in die Natur entfernen. Wenn wir uns diese Pfeile genauer anschauen, meine Damen und Herren, dann haben findige Wissenschaftler ausgerechnet, dass, wenn man das über das ganze Wirtschaftssystem sich anschaut, von den Rohstoffen und Materialien, die hineingehen in unser Wirtschaftssystem, ca. 10%, 8-10% in käuflichen Produkten landen. Über die ganze Kette, von der Rohstoffentnahme bis zum fertigen Produkt. Ja, also ein ganz kleiner Teil landet in den Endprodukten. Und das Zweite ist noch dazu, dass ungefähr 80%, ja, 70-80%, das ist nicht, also ein ganz großer Prozentsatz nach einmaligem Gebrauch weggeworfen werden. Also der große Teil der Produkte, die wir verwenden, sind Einwegprodukte. Ja, also noch einmal kürzer, das heißt, das, was wir tatsächlich verwenden, ist da sehr, sehr gering. So, ein letzter
Eine letzte Utensilie brauche ich noch. Und dieser verschwenderische Umgang mit unseren Ressourcen, und jetzt schalte ich ein bisschen auch auf die Technik um, hat dazu geführt, da sehen Sie es noch einmal, dass wir einen extrem hohen Ressourcenverbrauch haben. Ich habe da noch dazu gefügt, für ein Auto beispielsweise, das mittlerweile ungefähr 1500 Tonnen schwer ist, also wenn Sie an die SUV denken, hat das Hamburger Umweltinstitut ausgerechnet, braucht man ungefähr 70.000 Tonnen an Materialeinsatz, also ein Vielfaches. Für den Ring, den ich da an meinen Finger trage, Gold, 3 Gramm, ist der Öko-Rucksack, so nennt man das, der an dem Ring dranhängt, ca. 1500 Kilo schwer. Ja, das ist das ganze Erz, die ganzen Materialien, die bewegt werden müssen, um das kleine Ding zu machen. Ich habe das ein bisschen ökologischer gestaltet, weil ich den Ring jetzt schon sehr lang nutze. Also insofern können Sie so den Fußabdruck etwas verringern. Das, meine Damen und Herren, ist die Kurve weltweit, was den Material, was die Materialentnahmen betrifft. Und Sie sehen, wie in vielen Bereichen und in vielen Problemfeldern der Ökologie das exponentielle Wachstum. 1970 waren wir bei 26,7 Gigatonnen Entnahmen und 2015 sind wir schon bei 84.000, 85.000 Gigatonnen gelandet. Und wenn es so weitergeht, dann schaut die Kurve entsprechend noch steil aus. Das sind die Prognosen. BAU steht für Business as usual, die üblichen Szenario-Bezeichnungen. Also nochmal ein massives Wachstum. Und Wachstum ist natürlich das Stichwort. Also einerseits das ineffiziente Wirtschaften. Ja, wir brauchen einfach wir produzieren viel zu viel Abfälle auf dem Weg bis zu unseren Produkten. Und natürlich, wir haben ein starkes Wirtschaftswachstum über die Jahre auch hinweg. Und das führt dann massiv dazu, dass wir diese Anstiege haben. Aufgeteilt auf die Grundbedürfnisse, die wir alle haben, sehen Sie ungefähr, wo diese Rohstoffe hinlaufen. Der größte Bereich ist in Wohnen und Infrastruktur. Die Frau Bürgermeisterin hat gestern gesagt, ein guter Teil geht in den Straßenbau, das ist Gemeindebudget, also das ist da auch abgebildet. Der zweite große Block ist das, was wir gerade gehört haben, Ernährung, Lebensmittelproduktion, massiv. Bei der Lebensmittelproduktion ist der Pfeil nicht ganz so schlimm, wie ich ihn da gezeichnet habe, aber immerhin rund ein Drittel dessen, was am Weg zum fertigen Lebensmittel, das wir dann kaufen können, verloren geht, sind Lebensmittelabfälle. Davon hier 2 Drittel dieser Abfälle entstehen in der Produktion, ja, und 1 Drittel entsteht dann bei den Konsumentinnen und Konsumenten. Das Thema ist jetzt mittlerweile auch schon recht präsent. All das, was halt schlecht wird, nicht gebraucht wird, zu früh eingekauft wird. Ja, also auch da müsste man ein Drittel vom Paket wegschneiden, dann hat man ungefähr die Relation. Ja, und der dritte große Bereich natürlich auch die Mobilität. Dann kommen Konsumgüter, Gesundheitswesen, Kommunikation, aber die 3 großen Felder, wie gesagt, Wohnen, Ernährung, Mobilität und Infrastruktur. Was kann man tun? Wir können natürlich versuchen, dieses Verhältnis Abfall und Produkt zu verringern, das heißt, den Input-Pfeil zu verkleinern, indem wir die Prozesse, die da stattfinden, effizienter gestalten. Das passiert natürlich auch, das ist nichts Neues. Sie haben gehört, ich bin jetzt schon seit sehr langer Zeit in dem Thema drin. Das heißt, das ist unter dem Schlagwort Clean Production schon seit vielen Jahren ein Thema. Gerade heute endet wieder an der TU Graz
der 20. Roundtable on Cleaner Production. Sie sehen also, es hat auch schon eine lange Geschichte, das Thema. Trotzdem ist es gelungen, zwar in vielen Bereichen diese Effizienz zu erhöhen, also das Verhältnis Output zu Abfällen, aber es bleibt auch noch sehr, sehr viel zu tun. Wenn die Effizienz steigt, warum geht es dann trotzdem hinauf? Und wir hören ja immer, alles wird immer effizienter, die Autos werden immer effizienter, die Geräte werden immer effizienter. Das basiert auf einem Phänomen, das unter dem Titel Rebound bekannt ist, Rebound-Rückkopplungseffekte. Das heißt, wir haben zwar effizientere Geräte, aber die werden immer größer und wir konsumieren immer mehr. Der Kühlschrank wird zwar pro Liter Inhalt effizienter, aber wir kaufen halt einen doppelt so großen Kühlschrank. Oder unsere Autos, die Motoren werden zwar auch immer effizienter, aber sie werden auch immer schwerer. Mein erstes Auto, VW Käfer, hatte glaube ich 600 Kilo Eigengewicht und jetzt sind wir halt bei 1,5 Tonnen. Der Motor vom Käfer war wahrscheinlich wesentlich ineffizienter, aber der Verbrauch insgesamt war wahrscheinlich auch nicht viel höher als der von einem SUV. Ja. Also das ist sind diese Rebound-Effekte, die das, was wir an Effizienz gewinnen, wieder auffressen, weil wir mehr konsumieren. Und das führt dann insgesamt dazu, dass es nach oben geht. Ich denke, der Kollege Schulmeister wird noch einiges zum Thema Wachstum dann auch sagen, ist natürlich auch ein großes Thema. Und das triggert natürlich das Wirtschaftswachstum massiv, auch das Thema im Bereich der Kreislaufwirtschaft. Vielleicht auch noch interessant, neben dem was ich jetzt gerade gesagt habe, dass wir effizienter produzieren müssen, sind auch in diesen Dingen, die wir produzieren, viele Dinge drin, die wir so als strukturelle Verschwendung sehen können. Ja? Wenn Sie ein Auto hernehmen, ja, dann hat es eigentlich die Kapazität, in der Regel 5 Personen zu transportieren. Drin sitzen im Durchschnitt 1,3 Personen. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, wir bauen massiv Millionen von solchen Dingen und was tun sie? Sie fahren nicht durch die Gegend, sondern sie stehen rum. 92% der Zeit im Schnitt stehen Autos in der Gegend rum und werden nicht genutzt. Dann gibt es noch ein bisschen was, was an Parkplatzsuchen aufgewendet wird, Zeit, die man im Stau verbringt und insgesamt so, da haben wir mal Pi gerechnet, verwendet man das Auto 5% seiner Zeit, die es in der Gegend, also das verfügbar wäre, um von A nach B zu fahren im Personentransport. Also massiv wiederum viel Material in dieses Produkt und nutzen tun wir es eigentlich ziemlich wenig. Und wenn wir uns die Energienutzung anschauen, na, dann wird es noch mal dramatischer. Dann schaut die Sache in etwa so aus. Also wenn Sie sagen, das ist die Energie, die so ein Auto braucht, um betrieben zu werden, dann ist einmal ungefähr 85% davon Verluste, die aus dem Leerlauf entstehen und vor allem aus dem Motor, der ja im Wesentlichen eine Heizung darstellt und nur ein ganz kleiner Teil kommt bei den Rädern an. Dann haben Sie noch Luftwiderstand, dann haben Sie noch Rollwiderstände, Aerodynamik spielt eine Rolle, alles Verluste. Und dann letztlich oben bleibt noch über, das ist das Eigengewicht, das transportiert wird, die 1500 Kilogramm von dem Auto. Und das ist jetzt eh schon viel zu groß gezeichnet, das ist eigentlich die Energie, die dann wirklich dazu aufgewendet wird, um mich von A nach B zu bringen. Ja? Also ein riesiger struktureller Aufwand, der eigentlich natürlich die Motorenverluste, speziell beim Verbrennungsmotor, aber natürlich haben sie auch bei einem Elektromotor Verluste und nur ein ganz kleiner Teil von dem, was wir hineingeben, wird dazu verwendet, um den eigentlichen Zweck zu erreichen. Nämlich mich von A nach B zu transportieren.
keine ganz intelligente Art, sich fortzubewegen, würde man sagen. Aber natürlich hat es auch viele positive Seiten hervorgebracht und das ist der Grund, warum wir es halt auch so tun. Diese Beispiele ließen sich fortsetzen, Gebäude werden wenig genutzt, Bürogebäude stehen einen großen Teil der Zeit auch wieder leer, Infrastruktur wird schlecht genutzt, die Straßen, ja, auch das wurde berechnet, eigentlich 5% der Zeit, auf der man auf einer Straße fahren kann, hat sie die volle Auslastung, die Kapazität, für die sie eigentlich gebaut wird. Der Großteil, fahren halt ein paar Autos drüber. Ja. Das muss man sich auch immer wieder vorstellen und das ist der Grund, warum diese Materialaufwendungen so hoch sind. Also das wäre nochmal diese Personenmobilität. Da habe ich Ihnen mitgebracht, wie der Stofffluss in Österreich ausschaut. Was ich Ihnen da noch zeigen will, also wir konsumieren in etwa 150, das ist schon ein bisschen ältere Grafik, ich glaube derzeit 160 Millionen Tonnen an Rohmaterialien. Dazu kommt noch ein erklecklicher Anteil an Importen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, ein Großteil oder ein erheblicher Teil unserer Materialverbräuche, passiert, den wir auslösen, passiert ja nicht bei uns, sondern wenn ich das produziere oder kaufe, dann werden die Materialien, die dafür notwendig sind, natürlich anderswo hergestellt, die Rohstoffe anderswo entnommen und dort auch die Umweltbelastungen abgelagert. Ja. Wir exportieren natürlich auch einiges und das ist, darum steht da um Nettoimporte und das ist der Gesamtfluss. Und wenn Sie sich das anschauen, dann haben Sie oben einmal einen sehr dicken Pfeil. Das ist das, was wir an Energie verbrauchen. Fossile Energieträger, ja, klarerweise, also Gas, Öl, aber auch Biomasse, ja, die auch verheizt wird und die sozusagen dann in der Folge auch zu Carbon, also Kohlenstoff, Wasserdampf und anderen Emissionen wird. Und jetzt ist ja Österreich reich an Biomasse und Holznutzung zur Energiegewinnung ja durchaus populär. Im Lichte der Stofflüsse heißt das aber auch, dass wir trotzdem darüber nachdenken sollten und müssen, ob es gescheit ist, Holz in der Zukunft in hohem Maße zu verfeuern oder ob nicht Holz ein sehr, sehr wertvoller Rohstoff ist, um andere Dinge zu tun. Und das Nachhaltigkeitsargument, dass ja eh das wieder nachwächst, was wir rausblasen beim Holz, muss man auch mit Vorsicht genießen, weil wenn Sie einen Baum abholzen, dann dauert es ca. 30 bis 50 Jahre, bis der neue Baum so weit ist, dass er einigermaßen die Kohlenstoffmenge aufnehmen kann, die er hinausgeblasen hat. Ja. Der dicke Pfeil sind dann die Produkte und da ganz wesentlich auch, denke ich, ist zu erkennen, dass ein großer Teil in diese Stocks, also in den Bestand fließt. Ja, also das, was wir konsumieren, sind nicht nur eben die kurzlebigen Produkte, die gleich wieder in den Kreislauf gehen, sondern vieles geht in den Bestand, in die Straßen, in die Häuser, in die Infrastruktur, die wir bauen. Also dort ist ganz, ganz viel gebunden und das muss man sich auch bewusst sein. Das heißt, das, was fürs Recycling zur Verfügung steht, ist natürlich nur ein kleinerer Teil von diesem dicken Inputpfeil. Infrastruktur wird natürlich auch abgerissen, Häuser werden wieder abgebaut und das ist das, was da wieder hinaufgeht, diese 31 Megatonnen, die stehen zur Verfügung und alles, was an kurzlebigen Produkten zur Verfügung steht. Und von diesen beiden Komponenten geht derzeit eben dieser relativ dünne Pfeil in die Wiederverwertung und ins Recycling rein. Über alles gerechnet ergibt es eine Kreislaufrate von derzeit rund 9% für Österreich ausgerechnet. Damit liegen wir sehr gut, auch das für das, was der World Circularity Report aufweist, das ist ungefähr bei 9%. Gibt Nationen, Länder, wo das schon deutlich höher ist, 15, 16, 17%. Das ist auch das Ziel, dass dieser Pfeil und der Abfallpfeil deutlich abnehmen. Also einerseits
den Input verringern. Das heißt, klarerweise, wie Dag sagt, und natürlich zu schauen, dass das, was da rausgeht, dann auch nicht direkt in der Natur landet, sondern auch hier wieder ein Gutteil dessen wieder rückgespeist werden kann. Und dieses Agieren in Kreisläufen, das ist eines der Ziele. Dazu ist wichtig, die Bestandsgüter zu optimieren, auch da zu schauen, dass möglichst wenig da hineinfließt, dass die langlebig sind in der Nutzung und auch in der Errichtung natürlich, und dass die Materialkreisläufe wiederverwertet werden oder optimiert werden für die Wiederverwertung, Entschuldigung, so muss es heißen, die Verwertung von, also das heißt ja, die Gebäude und die Infrastruktur sind unsere Rohstofflager der Zukunft. Urban Mining ist das Stichwort, das darunter fällt, also die Nutzung der Rohstoffe aus dem Bestand heraus, aber dazu müssen die auch entsprechend gestaltet sein. Ja? Vermischte, verschmutzte Produkte, also Isolierungen, die fix mit der Fassade verklebt sind und so, machen das halt sehr schwer, sehr, sehr schwierig. Take, Make, Reuse, Waste, das ist unser lineares Modell und das führt zu den genannten Problemen, und dem gegenüber stellen wir jetzt eben dieses Kreislaufsystem. Eine komplexe Grafik, ich will da gar nicht im Detail drauf eingehen. Was sie zeigen soll, ist, einerseits haben wir auf der von Ihnen aus gesehen rechten Seite die Technosphäre, also unser Wirtschaftssystem, und links die Biosphäre, also die biologischen Materialien. Und überall gilt es, diese Kreisläufe zu schließen, natürlich in erster Linie im technischen System über die sozusagen verschiedenen Ebenen hinauf. Da geht es darum, die durch Wartung, Instandhaltung, die Nutzungsdauer zu verlängern, Produkte wiederzuverwerten, abzugraden, zu erneuern und letztlich dann das, was noch überbleibt, dann zumindest, das ist der Pfeil ganz außen, im klassischen Recycling die Materialien zu nutzen. Produktnutzungsdauer, habe ich gerade erwähnt, ist ein wesentlicher Punkt, also die Verlängerung der Nutzungsdauer kann massiv dazu führen, dass wir unsere Pfeile entsprechend verschlanken können. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Reparierbarkeit ist da ein großes Thema. Sie haben vielleicht verfolgt, dass jetzt das Right to Repair auf EU-Ebene verankert wird. Das heißt, dass Firmen beispielsweise verpflichtet sind, die Ersatzteilhaltung wesentlich länger zu haben, 7 Jahre bei Haushaltsgeräten, dass Reparaturanleitungen zur Verfügung gestellt werden müssen, dass man auch mit einfachen Werkzeugen die Dinge aufschrauben können muss und solche Dinge. Ja, es bilden sich viele Initiativen auf dem Bereich, Reparaturcafés. Also Reparierbarkeit ist ein wesentliches Thema und hilft natürlich mit, das zu erhalten. Redesign ist eine andere Geschichte. Also das Erneuern von Grund auf, ich habe Ihnen da ein Beispiel, schon ein älteres mitgebracht, die Deutsche Bahn, ihre ICEs, die in die Jahre gekommen sind, war die Frage, kauft man neue oder tun wir die bestehenden sozusagen upgraden, erneuern, und die haben sich dann dafür entschieden, das hatte einen massiven ökonomischen Nutzen, weil das Redesign 3 Millionen pro Zug gekostet und der Neuanschaffung 25 Millionen gekostet hätte. Die Ressourceneinsparung lag bei 80%, die CO2-Einsparung bei 35.000 Tonnen und die Abfälle bei 500.000 Tonnen pro Garnitur. Und sie haben, glaube ich, 25 Garnituren oder so erneuert. Ja, also das ist eine Möglichkeit, auch da weiterzugehen. Und das Werkzeug dafür, auch das nichts Neues, aber leider immer noch viel zu wenig verbreitet, heißt Design, in unserem Kontext Eco-Design. Was Sie da sehen, ist, das Design der Produkte macht einfach 70 bis 80% dessen aus, was dann im Ende an Recyclingmöglichkeit, Wiederverwertbarkeit, langer Lebensdauer passiert. Die Kosten, wenn Sie es in der Designphase machen, sind sehr gering, der Nutzen sehr, sehr hoch. Und das ist auch der zentrale Punkt. Ja, wir müssen die Produkte
so gestalten, dass sie von Design her unseren Anforderungen für eine Kreislaufwirtschaft entsprechen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also Zirkularität by Design ist so das Schlagwort. Wirklich nachdenken, wie kann man die Dinge anders gestalten und weiter gedacht über eben diesen ganzen Lebenszyklus hinauf. Also Ökodesign ist da der wesentliche Punkt. Natürlich kann man dann auch noch in der Materialauswahl, in der Materialnutzung einiges machen, aber da verschieben sich die Kostenverhältnisse auch deutlich. Neue Nutzungsformen sind auch ein wesentliches Thema. Nutzen statt Besitzen, das ist ein wesentlicher Punkt. Und das Sharing Economy bekannt auch, ja, wobei Sharing ist so das klassische Teilen, wenn ich mit einem Freund teile, ist natürlich was anderes, das passiert auf kommerzieller Basis. Aber die Idee ist halt auch hier wieder, statt dass das Ding 95% der Zeit rumsteht, wenn das eine Auto nicht nur einer benutzt, sondern halt viele, dann wird es halt auch viel mehr bewegt. Punkt 1 und Punkt 2, die Motivation für Firmen, dass die Produkte auch langlebig sind in der Nutzung, wird natürlich deutlich höher, wenn ich eine hohe Nutzungsrate habe. Weil dann muss ich es stabil bauen, dann muss ich es dauerhaft bauen, sonst geht es ja gleich kaputt. Ja, das gilt für Werkzeuge, Güter und so weiter. Da sind einiges an Beispielen aufgezeichnet, natürlich auch im hohen Maße. Also dieses Nutzen statt Besitzen ist auch ein Punkt, um die sozusagen die Auslastung und die Intensität der Nutzung zu erhöhen und damit auch wieder die Materialeffizienz. Ganz ein wesentlicher Punkt. Was heißt das auch von der ökonomischen Seite? Das heißt, wir brauchen neue Geschäftsmodelle. Mietmodelle, Sharing-Modelle funktionieren natürlich anders als die klassischen Strukturen, die wir jetzt im Wirtschaftssystem haben. Ja, also eine Vertriebsmannschaft, die klassisch nach Zahl der verkauften Stücke ihre Provisionen kriegt, wird sich über ein Mietmodell nicht so freuen, wenn es dann nur mal ein Ding verkauft. Also da muss man auch neu denken. Das wäre natürlich ein eigenes Thema, das wir aufgrund der Zeit nicht ausführen können. Ich möchte nur ganz kurz zum Abschluss, habe ich noch so, trotzdem noch darauf zurückkommen, was könnte man oder was braucht es denn auch, jetzt auch aus Sicht von Ecopreneur gedacht. Sie haben gehört, Ecopreneur ist Dachverband der nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen und wir versuchen halt in Brüssel Lobbying zu machen für nachhaltiges Wirtschaften und für nachhaltige Unternehmerinnen. Und klar, ja, es braucht eine tiefgreifende Veränderung des Wirtschaftssystems, weil eben neue Geschäftsmodelle her müssen und weil man jetzt halt sehr oft hört, das rechnet sich nicht. Ja. Und eigentlich müssen, und das Ziel heißt für uns, wir müssen das umdrehen. Also die nicht nachhaltig wirtschaftlichen Unternehmen müssten eigentlich sagen, das rechnet sich nicht. Ja. Und wie kann das gelingen? Momentan schaut es so aus am Spielfeld der Wirtschaft. Wir haben diese schiefe Ebene und die nicht nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen wirtschaften in die Richtung und die nachhaltigen wirtschaften in diese Richtung. Ja. Und das berühmte gleiche Spielfeld für alle herzustellen, wäre mal gut. Das heißt, dass man die schiefe Ebene mal versucht, so zu drehen. Ja. Oder vielleicht sogar noch umzudrehen. Ja. Das wäre dann noch schöner, dass die nachhaltigen Unternehmen die Vorteile haben und die nicht nachhaltigen nach oben wirtschaften müssen. Das meine ich, wenn dass die dann sagen müssen, es rechnet sich nicht. Wie kann das gehen? Aus unserer Sicht, nachdem wir ja auch eine Unternehmerorganisation sind, ist der wesentliche Hebel Preise. It's the economy, stupid, hat schon ein erfolgreicher Präsidentschaftskandidat gesagt. Preisgestaltung ist zentral. Nicht nachhaltiges Wirtschaften muss einfach deutlich teurer werden. Es gibt verschiedene Ansätze, Sie wissen das alles, von CO2-Abgaben, die jetzt massiv diskutiert werden, aber im Kontext der Kreislaufwirtschaft ganz wesentlich das sogenannte EPR,
Extended Producer Responsibility, das heißt, der Hersteller hat auch Verantwortung zu tragen, nachdem das Ding seine Fabrik verlassen hat, und ist dann auch ökonomisch verantwortlich. Verpackungsabgabe ist ein Beispiel, das gibt es schon lang. Ja, das heißt, wenn ich Verpackung im Verkehr setze, muss ich auch dafür zahlen. Das kann man noch ausdehnen. Das viel diskutierte Plastikpfand wäre auch eine Möglichkeit für solche Abgaben, die einfach das Preisgefüge verändern. Das kann man vielfältig gestalten, auch da mit Ökomodulation. Das heißt, die ökologisch nachhaltige Produkte am Markt bringen, die haben es billiger, und die wenig nachhaltige oder nicht nachhaltige Produkte bringen, die haben es wesentlich gesteuert. Die Umsatzsteuer ist ein großer Hebel, Umsatzsteuerbefreiung auf Reparaturdienstleistungen beispielsweise, solche Themen, also da kann man einiges tun. Im Steuersystem gibt es massive Möglichkeiten, vielleicht kommen wir noch dazu. Das zweite ist natürlich Regulierung. Ich habe noch nicht erwähnt, den Circular Economy Action Plan der EU, das große Thema. Da ist die sogenannte Eco-Design-Direktive das zentrale Instrument. Sie kennen die Eco-Design-Direktive deshalb, weil sie dafür gesorgt hat, dass auf den Haushaltsgeräten diese Labels draufpicken mit A, B, C, D. Das war jetzt bislang auf den Energieverbrauch bestimmte Produktgruppen fokussiert, das wird deutlich ausgeweitet werden. Eine Änderung haben Sie vielleicht schon mitgekriegt, diese A++++ gibt es jetzt nicht mehr, sondern man hat es deutlich mal wieder runter verschoben, was dazu geführt hat, dass jetzt alle tollen Fernseher mit G eingestuft sind, vielleicht ist das auch schon aufgefallen. Also das ist eine Hebelregulierung, die schlechten Produkte müssen einfach auch aus dem Markt rauskommen. Und das Dritte, und dann komme ich schon zum Ende, ist es auch natürlich Nachfrage für ökologische Produkte zu schaffen. Das kann man jetzt wirklich auch wieder runterbrechen auf die Gemeindeebene. Die Beschaffung ist ein zentraler Hebel. 60 Milliarden Euro investiert allein die öffentliche Hand im Jahr in die Anschaffung diverser Güter. Wenn die entsprechende Kriterien einbaut, dann kann man natürlich auch Firmen unterstützen, die entsprechende Produkte anbieten am Markt. Und das ist ein ganz massiver Hebel, der uns da dazu bringen kann, den Markt, dieses Kippen, sozusagen umzudrehen. Ja, also nachhaltige Unternehmen sollten natürlich aus unserer Sicht massiv gestützt werden durch verschiedene Aktivitäten. Insgesamt, und das glaube ich, damit möchte ich jetzt schließen, ist die ganz große Herausforderung, und wir haben jetzt gerade mit dem Bio-Ökodorf wieder ein Beispiel gesehen, insgesamt ist die zentrale Herausforderung von diesen guten Beispielen, ja, inklusive Göttin des Glücks und Biohof, sogenannte Upscaling zu schaffen. Wie schaffen wir es, in die Breite der Transformation zu kommen? Die Projekte zeigen uns, es geht grundsätzlich. Ja, aber die Krux liegt halt darin, das in den Mainstream zu bringen. Und das muss, und das ist halt auch vor dem Hinblick des Klimawandels die zentrale Voraussetzung, schnell passieren. Wir haben jetzt nicht mehr 50 Jahre Zeit, um diesen Wandel zu gestalten, sondern nur mehr relativ wenig. 3600 Tage sind es bis 2030, habe ich ausgerechnet. Also es sind immer mehr so viel, das ist so eine Zwischenbenchmark. Und die meisten gehen jetzt auf Klimaneutralität 2040, also dann nochmal 10 Jahre. Also insofern wird uns der Klimawandel schon noch vielleicht erlebbar machen, hoffentlich, dass wir gesund bleiben bis dahin. Aber dieser rasche Wandel, einerseits und diese breite Anwendung all dieser Prinzipien, das ist die große Herausforderung. Und das muss man halt von unten, vom Kleinen, vom Gemeinde, vom Dorf bis hin zu den nationalen und internationalen Volkswirtschaften schaffen. Und wenn wir gemeinsam nachdenken, kann uns das einen Schritt weiterbringen. Dankeschön.